Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe mir gedacht, wir starten heute mal was Neues. Callisto-Protokoll ist halt wieder so Horror, spannend, Popcorn-Feeling. Also ich denke, das wird mir Spaß machen und es wird euch Spaß machen. Und dann gucken wir uns das einfach mal an, ne? Ihm geht's nicht so gut. Geht der Chat? Bist du da, Teufel? Oder hast du nur den Alarm gedrückt? Nicht, dass der Chat nicht funktioniert. Aber ich glaube, lauter sollten wir doch noch gehen, ne? Ja, ich glaube, die Lautstärke ist okay. Jetzt. Erschreckende Bilder von Europa. Ein schamloser Angriff der Terrorgruppe Outer Way. Angeführt von der berüchtigten Dani Nakamura. Das reicht jetzt. Auf uns wartet Arbeit. Hier Callisto Hangar Control an UJC Karen. Sie haben die Sicherheitszone verlassen. Verstanden, Hangar Control. Nehmen Kurs auf Europa Station. Sagst du was oder spielst du den ganzen Tag mit diesem Scheißding? Ich wollte es sehen. Das ist unser letzter Flug, Max. Und wir haben das besprochen. Was willst du denn von mir hören? Wie wär's mit Danke? Denn nach diesem Job haben wir endgültig ausgesorgt. Tja, du hast ja voll den Plan. So sieht's aus. Komm schon, Mann, was soll das? Hä? Hin und her, Callisto nach Europa, die ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Ne? Es ist ein Gefängnismond, Max. Die nehmen ihre Sicherheit wichtig. Und was ist mit den Anschlägen? Wie erklärst du dir die? Die vom Autoway? Die greifen schon seit 6 Monaten Ziel im ganzen Sektor an. Haben einen gelben Alarm im Frachtraum. Ist bestimmt nichts. Wir sollten trotzdem nachsehen. Mach dir nicht so viele Sorgen, ja? Bring dich noch um. Die Steuerbord- und Backbord-Sensoren zeigen beide Fehlermeldungen. Geh das mal prüfen. Ich glaube, Kamera haben wir an der richtigen Position. Trinken wir noch einen Schluck? Und dann gucken wir uns die Spezialfracht mal an. So, kurz checken. Ah ja. Läuft fantastico, wenn ich das mal so sagen darf. Öffne die Tür. Ja. Was denn? Hat's gerade geflackert. Öffne Container. Der Container? Ist das ein Container? Das ist eine Tasche. Ah, spinnt. Warte mal. Ein bisschen. Ja. So. Persönliches Logbuch. Wir haben am Callisto-Hangar angedockt. Wir sitzen in unserem Quartier fest, während die Fracht verladen wird. Max nervt mich wegen dieser Europafahrten. Wir haben solche Aufträge öfter erledigt. Weiß nicht, warum er sich jetzt plötzlich daran stört. Ich meine, es ist doch nur ein Job. Einfach den Kopf runter und die Fresse halten. Audioprotokolle BIOS. Drücke Tab, um das Inventar zu öffnen. Drücke Bild runter, um das Daten-BIOS-Menü auszuwählen. Drücke Enter. Komm mal, ja. Geh nachsehen. Alles klar. Kurz gucken. Tab. Oh ja. Okay. Beautiful. So. Da haben wir noch eine zweite Tür.
Noch ein Zimmer. Aber nichts zu holen, okay. So, hier haben wir die Chill-Out-Zone. Anscheinend. Das sieht nach Frachtraum aus. Okay, dann gucken wir erstmal da rein. Toilette und Dusche. Okay, okay. Ja, wir gehen mal durchs Helle. Komm schon, Max. So packt man die doch nicht. Auch eine Art des Tutorials. Kann man machen, ne? Das lohnt sich. Ranger. Ich sollte den Rest des Schiffs prüfen. Das hoffe ich doch auch. Das Speichersymbol sieht aus wie The Ring. Müssen wir mal drauf achten gleich. Unten rechts erscheint es. Huanzo. Warte mal. Der asiatische Mitarbeiter, Huan Song. Schätze, ich schau mal auf der anderen Seite nach. Okay. Also ich muss sagen, es sieht cool aus, ne? Obwohl wir ja nur... Was, Hülle? Obwohl wir ja nur auf hohe Ding haben. Was? Hülle? Wir hatten da wieder übersetzt. Max, es gibt Probleme. Was ist? Wir wurden geentert. Der Autoway? Ja, sieht so aus. Na gut, dann beweg deinen Arsch wieder hier rauf, aber Vorsicht, die könnten überall sein. Wenn ich aber nicht wieder hoch will. Sieht fantastisch aus, ne? Und der Sound ist creepy. Oh. Oh. Böse Buben. Das Dämpfungsfeld ist noch aktiv. Nicht mehr lange. Was wollen die? Woher soll ich das wissen? Siehst du was? Noch nicht. Uns läuft die Zeit davon. Da ist... Halt ihn auf! Sie gehen in Richtung Brücke. Was immer nötig ist. Oh. Was machst du? Was machst du da? Nein, Scheiße! Achtung! Explosive Kompression im Frachtraum! Haltet durch! Bin gleich da! Okay. Atmosphäre abgelassen. Vielleicht doch ein bisschen laut, warte mal.
Machen wir mal so. Alter. Hi, Schickele. Schickele, danke für den Lob. Mayday, hier ist UCG Charon. Kehren zurück nach Callisto. Welche Not an der Erlaubnis? Negativ, UJC Charon. Keine Erlaubnis zum Wiedereintritt. Sorry, ich habe keine Wahl. Sinken rapide. Verstärkt die Antigravs. Sind schon auf Maximum. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es. Pass auf. Festhalten, wir schlagen auf. Stabile Scheibe. Junge. Okay. Fängt geil an. Konnte mich jetzt schon gar nicht mehr dran erinnern, aber ich habe die erste Stunde oder so habe ich gesehen. Oh, geschafft! Ich sagte doch, mach dir keine Sorgen! Hey, Max! 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 Warte, ich komme! Hey! Jacob! Oh! Jacob! Ups! Ah, ist nur ein Kratzer. Hey! Komm schon! Rechts, so. Laut Verzeichnis transportieren Sie Ladung aus dem Hangar. Freelancer haben wir hier selten. Mach nur meinen Job. Das ist mir klar. Fehlt aber auch so ein Untertitel, ne? Das ist mein erster Absturz. Wir wurden geändert von... Lass mich los! Hier. Mal halbe Kraft voraus, Frachtflieger. Sie machen Ihren Job, ich nur meinen. Ja? Jawohl? Wie Sie meinen. Nimm ihn mit. Hey, was soll das? Ich hab nichts getan! Fängt geil an. Wie so ein Film. Cool. Ausbruch. Was glaubst du so blöd? Ruhe. Ist viel zu spät für den Schein. Oh, er. Okay, Star Wars Force Unleashed. Reden nur, wenn sie gefragt werden. Hey, das ist ein Fehler. Ich heiße Jacob Lee. Ich bin kein Häftling. Darth Vader, Jedi. 532-521. Und für dich bin ich
Captain Farron. Was? Nein, 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 ich bin Frachtpilot. Ich wurde angegriffen vom Outer Way. Von ihr. Wir sind abgestürzt. Mein erster Offizier ist tot. Ist mir egal. Anweisung des Wardens. Oh. Spricht man vom Teufel? Entscheidungen. Aha, Michael Duncan. Entscheidungen haben sie hergebracht. An diesen Ort. Ja, Josh Duhamel ist er. Der einzige Ort, an den sie wirklich gehören. Um das zu finden, was ihnen gefehlt hat. Nee, das ist nicht eine Duncan. Bestimmung für ihr sinnloses Leben. Der ja auch schon tot ist. Ich bin Warden Cole. Und wir werden es herausfinden. Willkommen in der Haftanstalt Black Isle. Danke. Der letzte Teil ist das Schönste. Macht mir immer Gänsehaut. So, Endstation. Steh auf. Häftlinge. Das war ein direkter Befehl. Das ist falsch. Ich gehöre nicht hierher. Hör zu. Weißt du, dass man Callisto den toten Mond nennt? Tot. Das wärst du jetzt auch, wenn ich dich nicht aus dem Wrack gefischt hätte. Ich meine, verdammt, für alle anderen bist du praktisch tot. Es wird Zeit für etwas Neues. Denn du betrittst jetzt ein neues Königreich. Nein. Mein Königreich. Also, woran du auch immer festhältst, das ist dein altes Leben. Du musst es los. In dein neues Leben leben. Voll und ganz. In meiner Hand. Also erhebe dich, toter Mann. Okay, dir auch. Los geht's. Der Untertitel stört mich, muss ich gestehen. Sie betreten nun die Haftanstalt Black Isle, eine Abteilung des UJC-Strafvollzugs. Begeben Sie sich unverzüglich zur Erstaufnahme. Hey, lass mich! Hey, halt! Nein! Nein! Hey! Häftling 532-521. Ich bin Dr. Caitlin Mahler und gemäß Artikel 412 der UJC-Strafvollzugsordnung wird Ihnen ein Core-Gerät eingesetzt. Doktor, er ist nicht im System. Wir wissen bereiten nicht... Bereiten Sie das Gerät vor. Ach, Gerät? Welches Gerät? Gerät? Ja, aber nicht. Stopp! Ja, und ich werde meine Pflichten auch gewissenhaft erfüllen. Halten Sie still, sonst machen Sie es nur schlimmer. Verflucht! Startet los. So, so ein Core-Gerät wie bei Dead Space. Doktor, kein Herzschlag. Injektor. Creepy, aber cool. Erkunde die Zelle. Okay. So, erkunden wir mal die Zelle. Das bin ich. Was haben wir denn hier? Jack in the Box. Okay. Achtung! Sicherheitspersonal sofort im Hauptflug melden. Dies ist keine Übung. Bewahren Sie Ruhe. Es gibt nichts zu befürchten. Cool, dass die Zelle in echt genauso aussieht wie in seinem Albtraum. Was zur Hölle? Hier stimmt was nicht. Flieh. Alarm.
Zellen. Achtung! 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 Zurück! Zurück! Drin. Alle Einwehrtruppen sofort mobil machen. Ja, da ist wohl was passiert, ne? Zu unseren Gunsten, dass wir ausbrechen können. Verwandeln die sich etwa? Alle Eingreiftruppen sofort mobil machen. Kommen wir da durch? Nein. Achtung! Oh. Achtung! Achtung! Oh, da. Komm unten! Pilot! Pilot! Komm her! Komm her! Was ist los? Was zur Hölle geht hier vor? Ich weiß nicht, was hier vorgeht. Mein Schiff ist abgestürzt. Ich bin hier gelandet und als ich aufgewacht bin, war es so. Weißt du, du bist Pilot, oder? Ja? Ich bin schon mein halbes Leben hier drin. Ich kenne mich aus, ich habe einen Fluchtplan. Wenn du mir hier raushilfst, helfe ich dir, okay? Benutze das, um in den Kontrollraum auf der anderen Seite der Brücke zu kommen. Dort kannst du meine Zelle öffnen. Ich bin übrigens Elias. Jacob. Nicht den Kopf verlieren, Jacob. Könnte dein Leben retten. Und ja, so einen Kopf kann man gebrauchen, ne? Ja, erster Erfolg freigeschaltet. So, was gibt's hier? Nix. Okay. Jupp, der hat seinen Kopf verloren. Oh, halt. Ah, da kommt jetzt auch bestimmt ein Kampftutorial. Schön aus, hä? Meine Fassung. Noch einer ohne Kopf. Merken. Etwas blutig. Ah, deswegen haben die keinen Kopf. Scheiße. Oh.
Nächster Erfolg. Was zum Teufel war das? Ein Monster. Das sollte reichen. Okay. Nahkampfangriffen ausweichen. Ja, ja. Um einer Serie von Nahkampfangriffen auszuweichen, halte A gedrückt, wechsle dann zu D und halte es gedrückt, bevor der Gegner angreift und wechsle dann zwischen A und D hin und her. Ja, das kann ich mir bestimmt merken.